dann gucken wir mal, wie weit wir diesmal kommen. Die Höhle unten ist ja nicht Story, ne? Die Höhle unten ist, glaube ich, Boni. Oder ist die Höhle, wo, oder diese Grotte, wo uns das letzte Mal die Vase verfolgt hat. Zwangsläufig, also muss man da durch. Ich muss mal für mich den Sound ein bisschen leiser drehen, das ist ein bisschen laut gerade. Sonne ist heute brutal, aber hallo. Ich fand's heute auch echt übel. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Wie gesagt, ich bin nicht wundern, wenn ich heute wirklich kopfmäßig nicht so schnell bin. Ich bin tödlich übermüdet. Nee. Das war nämlich schon mal falsch. So. Nummer 1. Nummer 2. Oh, es hat nicht gereicht. Dann ebenso. Ach stimmt, wir haben noch die Waffen zum Fangen an. Ah, ich wundere mich gerade, warum da gefangen stand. Bin ich auch wieder Frustration vom Dienstbotengang? Was? Dienstbotengang? Hab ich irgendwas überlesen eben? Einmal. So, Lulu holen wir erstmal schnell raus. Ah, probieren wir das dann mal. Sehr cool. Bisher hat das nie funktioniert, wenn wir es eingesetzt haben. Diesmal hat es geklappt. Die Höhle unten ist optional. Allerdings gäbe es da noch was Nettes. Kannst du dir ausruhen? Kann ich nicht später einfach zu der Höhle zurück, wenn ich ein bisschen stärker bin? Weil ich habe keine Lust schon wieder auf diese blöde Vase, die uns verfolgt. Ich würde gerne heute einfach nur entspannt so... Ja, mal gucken, wie entspannt es halt heute geht. Aber eigentlich nur so ein Ründchen Story spielen. Glaube ich jetzt falsch? Nee, ich glaube, ich muss... Wenn ich da bin, vergeht wahrscheinlich sowieso wieder eine halbe Stunde. Nee, Moment, was half denn bei den Viechern nochmal? Stumm, glaube ich. Ich versuche mal mit Schlafen. Immun, verdammt. Es war doch stumm, ne? Ja. Egal. Let's go. Dann wird zum Guild Wars 2 zocken noch. Achso, ihr wolltet zusammen mal Guild Wars 2 spielen, okay? Ach verdammt, ich will doch nur aus der Landschaft raus. Ich glaube, wir müssen dann eh nochmal zu dem Typen mit der Monster-Arena.
Oder werden die Viecher automatisch dahin sortiert? Da wäre Rico eigentlich schlauer, ne? Naja. Noch mindestens 100 Kämpfe, bis du da raus bist. Ja, ich glaube auch. Ich fürchte auch. Moment. Na, so, how shall we do this? Geheilt werden, ne? Ne, da war er doch schon. Da hat mir auch tatsächlich noch nicht 10 von. Sonst fehlen uns, glaube ich, noch von diesen, wie hießen die Viecher, die Mundgeruch als Attacke haben? Da fehlen uns auf jeden Fall noch welche von. Ich glaube, da habe ich erst 3 oder 4 von. 3 wahrscheinlich eher. Von gefangen. Wie schnell das hier in Trier auf einmal dunkel geworden ist und angefangen hat zu regnen. Schick's bitte rüber! Wacker bräuchte einen Pokéball-Skin. Oh, das wäre cool. Das wäre in der Tat ziemlich cool. Wer von euch spielt denn jetzt alles Pokémon Go? Moment. Tidus, Lulu und Rico eigentlich. Wacker kann da gerade nicht so viel reißen. Nicht, mir sind die AGB ein bisschen zu da, ein wenig zu daten, nicht? Okay. Ach ja. Wahrscheinlich hast du recht. Auf meinem Handy geht's leider nicht. Ach verdammt. Windows Phone oder weswegen? Windows kann das glaube ich nicht, ne? Gezwungenermaßen wegen meiner Nichte und meines Neffen, mit denen gehe ich immer auf Pokéfang. Okay. Nee, ich will nicht. Ich will nicht plauschen, ich will hinter dir an den Speicherpunkt. So. Wenn wir uns einmal wieder aufladen, dann müssen wir nur noch an der Felswand entlang aus der Landschaft raus quasi. Skippen die Höhle dann erstmal. Ich hoffe einfach, dass wir später zu der Höhle zurückkommen. Wenn nicht, dann nicht. Ich will ja, wie gesagt, sowieso nur die Story gerne durchspielen. Ich muss ja nicht irgendwie auf 100% kommen oder sowas. What should I do? Du sollst gar nichts tun, Rico. Du kannst hier nichts reißen. Holen wir Orin rein. Du kannst auch nicht so viel hier. Ich bin gerade ein bisschen faul. Ich hole fast nur die rein, die halt immer One-Hit-Kills machen. Ich muss ja gestehen, ich spiele Pokémon Go sehr, sehr gerne jetzt. Ich habe das immer bei den, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe, habe ich halt die App immer offen. Halt einmal, weil man dann ja Eier ausbrüten kann. Und ja, das Problem ist nur, die Strecken, die ich halt mit den Hunden gehe, die sind so weit außerhalb, dass man da fast nie was findet. Jetzt habe ich das mal mit diesem Rauch ausprobiert. Man kann ja so Rauch aktivieren, dass man quasi Pokémon anlockt. Ist aber witzlos, wenn sich halt die App dauernd aufhängt, ne?
Aber ein bisschen was habe ich dann noch gefangen. Vor allem gestern Abend war ich noch in einem Biergarten und da habe ich ein bisschen was gefangen. Das war ganz nett. Ich fürchte nur, wenn man sich die anderen Arenen anguckt, habe ich mich dem falschen Team angeschlossen. So. Jetzt müssten wir es aber hier rausschaffen. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht hier, wo wir den Erdfelstypen da erledigt haben, nach dem 30. Versuch? Ja, das sind wir gerade. Wir sind ja zurückgelaufen. So, ich nehme an, ich muss einfach hier geradeaus über die nächste Brücke. Dann schauen wir mal, wie viel Story wir schaffen. Sometimes Yuna would just stare off into the distance. I finally understood why. She was saying goodbye to the places she'd never see again. Schon ein bisschen deprimierend, die Vorstellung. Und jetzt sind wir schon bei Zelakant angekommen. Oh, bei sowas hier wünsche ich mir halt manchmal echt, ich könnte die Kamera drehen. Das ist so ein bisschen schade. Ach. Nee, das sind andere. Summoner Yuna and Guardians, leave here at once. Gagazet is Ronso land, sacred mountain of Yevon. The mountain will not bear the footsteps of infidels. Enemy of Yevon is enemy of Ronso. Leave, traitors! I have cast aside Yevon. I follow the temple no more. Then you will die by those words. So be it. Yevon has warped the teachings and betrayed us all. Nothing but a bunch of low-down tricksters, eh? Yeah! 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 We have no regrets. Blasphemers! A summoner and her guardians. Lord Kel'Gronso, if I may. Have you not also turned your back on Bavel? But still, you guard Gagazet as a Ronso, not a Maester. Yuna is much the same. Huh? Elder Kelk! Let Biron rend them asunder! No escape! Not one! No, we will not flee. We will fight and continue on. You have been branded a traitor, but still you would fight sin? Lost to the temple, hated by the people, yet you continue your pilgrimage? Everything lost, what do you fight for? I fight for Spira. The people long for the calm. I can give it to them. It's all I can give.
defeating sin, ending pain. This I can do. Even sacrificing yourself. Ronso, let them pass. Summoner Yuna, your will is stronger than steel. Tempered steel that even the mightiest Ronso could not hope to bend. Yuna, we bow to your will. Now go. The sacred heights of Gagazet welcome you. We thank you. Der hat sich ja schnell umstimmen lassen. Aber gut, soll mir recht sein. Julia wird ein ganz kurzer Text, alles klar. Sonst, ich weiß nicht, ob, je nachdem wie lang der Text ist, ob du das im Chat posten kannst. Probier es aus, wenn es nicht geht, kannst du es mir auch einfach per Nachricht schicken. Wer jetzt noch? Das sind aber die zwei, ne, die wir schon kennen. Haven't you bothered us enough? Summoner may pass. Guardians may pass. Kimari not pass. Kimari shame Ronso brothers. Kimari forget his birth. Forget his people. Forget his mountain. Little Ronso. Weakling Ronso. Mountain hate the weak. Hate the small. If you will climb, then I must prove my strength. Think you will win? You not forget who took your horn. Never forget. Kimari never beat Brother Biran. Never win. This time, I win. I will win. Why, you... This some kind of Ronso thing? Kimari problem. Biran rend you asunder! Hornless! Hornless! Ach, das sind ja süße Schadenswerte. Blitz und Feuer haben die gerade benutzt, ne? Okay, das lohnt sich nicht wirklich, da irgendwie Zauber gegen auszusprechen. Dann lieber einfach angreifen und heilen. Okay, der ist stärker als der andere. Dann räumen wir erstmal den aus dem Weg. Ist ja schon ein bisschen mies hier, zwei gegen einen, ne? Rühmen sich, dass sie stärker sind, aber dann zwei gegen einen.
Gut, dass wir Kimari zum Heiler gemacht haben. Heil sie tot. Ich gebe mir Mühe. Wenn ich wenigstens jetzt die Ekstase voll hätte, ne? Weak Ronso should know their place. Nein, die blöden Katzen können sich auch heilen. Oh nö, das ist ja dann so eine Dauerschleife hier. Na toll. Too slow. Ja, dass die Bullies wirklich haarig sind. Der stellte sich jetzt jedes Mal davor. Jetzt sollte er sich ja nicht mehr davor stellen eigentlich. Elementar-Sachen sind gar nicht so super dramatisch. Jetzt stellt er sich wieder davor, oder? Ach, Kacke! Oh. Konzentrier dich! Der Tackle von dem Dicken ist ein bisschen stärker als der Rest. Da hatten wir halt schon schlimmere Gegner. Auf der anderen Seite hatten wir dann aber auch immer Damage-Dealer dabei, ne? Und Kimari macht halt so nicht so Bombe viel Schaden. Vor allem, wenn der sich jedes Mal heilt, ist halt super nervig, ne? Was machen wir denn gleich? Ich hoffe, die sind nicht gegen Perseus-Arten immun. Oh ja, beschützen die sich gegenseitig, oder was? Und dann mache ich jedes Mal nur 7 Schaden, wenn die nebeneinander stehen. Das ist ja scheiße. So, jetzt heilt er sich wahrscheinlich wieder, ne? Ah ne, Flammen. Tackle, dann stehen sie wieder nebeneinander. Das heißt, jetzt kann ich das im Prinzip nutzen, um mich zu heilen. Nimmst du nicht den Spezialangriff Drachen-Dings? Du meinst Dragonik? Dragonik ist doch nur dieses Entziehen. Ich meine, ich könnte natürlich dieses Tackle-Dings den entziehen. Oder versuchen zu entziehen. Wirbelkick. Okay. So, was nehmen wir denn jetzt? Oh, wir könnten sie vergiften mit dem Mundgeruch. Welchen Angriff nehmen wir denn am besten jetzt? Oder Perseus-Art? Ich weiß halt nicht, ob die gegen was sie immun sind. Ne? Jetzt, wenn wir jetzt die Ekstase verschwenden, wäre halt scheiße. Versuchen es mal. Scheiße. Ich habe sowas geahnt. Jetzt ist der immun, ey. Gibt's doch nicht. Macht noch weniger Schaden. Ja, aber wir haben wenigstens die Feintech erlernt. Explodieren? Ach, ich weiß es doch nicht. Es funktioniert ja alles irgendwie nicht so richtig. Gleich irgendwann heilt er sich. Wieder um seine, wie viel waren es? 1400 Punkte. Explodieren ist super. Einmal schaffen wir noch. Okay. Zwei Deckel hintereinander ist nicht nett.
Bei Explodieren hättest du automatisch verloren. Vertrau nicht auf jeden meiner Tipps. Vor allem, wenn da ein Körper auftaucht. Ich bin heute müde. Verarsch mich nicht, wenn ich müde bin. Wenn ich müde bin, glaube ich alles. Okay, komm. Ach, verdammt. Fast down. Den einen haben wir fast down. Weh, du heilst dich jetzt. Okay, er heilt sich nicht. Das ist gut. Dann haben wir den schon mal weg. Auf Wiedersehen. Jetzt wird der große Bruder wütend. Wie viel Schaden macht er jetzt? Doppelt so viel, okay. Um die 600. Okay, dann bin ich mal aus dem Versuch. Das wäre sehr freundlich heute. Machen wir jetzt... Wir können im Moment nur mit dem normalen Angriff irgendwie draufkloppen, ne? Ist nicht so spannend. Ja, du bist AFK, alles klar. Der macht auch nur den Tackle, ne? Das heißt, wir können einmal draufhauen, müssen uns heilen. Einmal draufhauen, wieder heilen. Dauert dann wahrscheinlich jetzt so gefühlte 5 Stunden. Ich warte noch 2600, ey. Ich versuche gleich bei der Ekstase auf jeden Fall mal diesen Wirbelkick, weil ich würde wetten, gegen Perseus Atem und so ist der auch wieder immun. Ein Anfang. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil wir jedes Mal ein bisschen weniger Leben haben vorm Heilen. 8300. Also jetzt noch 3 Schläge, wenn es gut läuft. So. Und... Jawohl. You win, Kimari Ranzo. Nur ein Level? Hast du jetzt eigentlich meinen Riesentext gelesen? Der ist im Chat gar nicht angekommen. Strong is Kimari. B-Rod. Warte, ich spring gleich mal raus. Happy. Sacred Mount Gagazet. I honor the name of strong warrior who defeats Biron. Remember always, Gagazet, that name is Kimari. Mountain knows Kimari strong. Kimari may pass. Summoner, we Ranzo will stop pursuers from temple. Truly? Penance for breaking Kimari's horn long ago. We crush enemies following behind.
Kimari crush enemies standing before. You are most fortunate, summoner. I thank you. Ronso will shine your statue brightest. Thank you. But I fear that no one will make a statue for a traitor such as I am. Then Ronso will make. With Grand Horn on head. That would be wonderful. I wanted to see Yuna's statue too, but I wanted to see it with Yuna by my side. Also können die doch nett sein, wenn sie wollen, sind sie aber nicht zwangsläufig. So, Julia, ich spring mal gerade raus und guck mal schnell. Aber bei mir im Chat wird leider kein Text von dir angezeigt. Wenn der dir noch angezeigt wird, dann mach doch schnell Copy-Paste und schick mir den einfach per PM. Dann kann ich den nachher auf jeden Fall lesen, dann antworte ich dir auch. Und Heiler Tyrann. Schön, dass du vorbeischaust. So. Dann speichern wir einmal schnell. Damit wir uns nicht hier umsonst geprügelt haben. Summoner Yuna! What is it this time? Komischer Wechsel im Gesang. Also den rauen Gesang, das klang, ja, das passte, aber dann dieser Umschwung zum Mönchs, zum Mönchsstimmlage war etwas merkwürdig. Du bist am iPad, ah, das ist blöd. Ist der dann weg, der Text? Ich weiß, oder kannst du da nicht auch kopieren? Laut Hieran, ja, gut, aber übermüdet, wie Hölle. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. Oh, guck mal, da versteckt sich ein Kistchen. Ah, hi. Was seid ihr für welche? Ja, toll. Lulu hängt schon wieder in den Seilen. Keine genauen Infos. Hier ist Feuer effektiv und hier ist, was ist weiß, Eis? Nee, Eis kann doch nicht sein, oder?
Wir holen erstmal Yuna rein. Moment, nochmal kurz gucken. Okay, nee, das Feuer wäre jetzt blöd. Also zumindest für den Schwebenden da. Aber wir können ja auch zwischendurch wechseln. Das war aber sonst alles okay. Ich glaube, warm ist heute allen. Ja, das ist mir egal. Das kannst du gerne machen. Und jetzt der Kleine nochmal. Ach, verdammt. Oh, die halten nochmal viel aus. Das ist sehr praktisch, weil der kleine Fliege... Wie heißen die Dinger? Die Kugel da heilt uns um den Betrag fast, um den uns die Pflanzen schädigen. Das ist sehr praktisch. So, Nummer 1. Müsste gesendet haben. Als Privatnachricht jetzt. Dann schaue ich nachher mal. Jetzt läuft bei dem Wetter nicht. Dann. Ach nee, ah. Wobei, mit den Kleinen haben wir eh noch nicht geschädigt, ne? Da. Dann ist egal. Ach, wie witzig. Ihr habt das, glaube ich, gerade nicht gesehen. Ich habe gerade eine Trophäe bekommen dafür, dass ich den Gegner quasi um 9999 Punkte geheilt habe. Ah, schön. Ich würde den gerne zurückrufen. Da. Ja. So, und dann holen wir jetzt gleich die Lady rein. Shiva. Die explodieren nachher selber, ne? Stimmt, da war ja was. Funktioniert nie. So, wo ist sie? Da. So richtig viel Schaden hat das gerade nicht gemacht. Give me strength. Ja.
So, erstmal die Pflanzen. Okay, der prügelt einfach. Der hat ja vier Arme. Hatten die anderen davon nicht nur zwei, die wir bisher getroffen haben? Shit. Das packt ihr Fritt nicht. Tja, und jetzt? Titus noch mal rein. Oh, scheiße. Auch scheiße. Zimti, guten Abend. Willkommen im Stream. Schön, dass du vorbeischaust. Ich muss eigentlich Tidus rausholen. Was, Julia? Ist der Text weg? Ach nee, das wäre aber blöd. Ist weg? Oh nein. Das schließe ich aus deinem Oh nein, dass der Text jetzt ganz weg ist. Oh Mann. Ach verdammt. Ich würde ja sagen, schreib es mir nochmal per PM, aber so einen langen Text nochmal tippen ist ja auch ätzend. Schon, ey, wie viel steckt die denn bitte ein? Nö. Dann hau rein. Dann schick's aber das nächste Mal direkt per PM. Ich nehme an, dass der Chat es dann einfach raus, also der Bot oder irgendwie so rausgekickt hat, weil es so lang war, irgendwie so. Schreib's einfach direkt als private Nachricht. Das ist, glaube ich, einfacher und sicherer. Real Fames, hi. Vielen Dank fürs Follow. Freut mich. Hi, Motti. wieso haben wir den denn jetzt gerade... Wir haben immer noch diese Fangdinger ausgerüstet, ne? Deswegen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Vielleicht sollten wir uns, wenn wir Story weiterspielen, erstmal die richtigen Waffen wieder anziehen. Ach, Mist, das war ja so im Arsch. Nee, das geht nicht.
Das ging nicht. Wilfames, danke, mir geht's gut. Ich bin heute noch ein bisschen arg übermüdet, weil ich dank der Hitze letzte Nacht nicht wirklich viel geschlafen habe. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. So, dann machen wir einmal schnell. Das. Oh, das Sphärobot können wir eigentlich auch schon wieder machen. Ah, Moment. Moment, was haben wir hier? Okay, hier ist Sphero Stopp 4. Gravitas. Abwehr und Angriff. Was kommt hier drüben? Geschick. Abwehr. Geschick. Gut, Zauberabwehr ist schon wieder sinnvoll, aber Geschick. Ability Tod wird erlernt. Oh, Moment mal. Das hier ist quasi so ein Seitweg, ne? Der endet da. Das heißt, es ging ja dann hier weiter. Ah, okay, da kommen die stärkeren Vaska und so weiter. Nehmen wir jetzt hier die Angriffskraft und Abwehr mit. Das ist eigentlich. Und Gravitas. Macht das Sinn, Gravitas mitzunehmen? Sieh dich vernünftig an, was? Ich schreibe das nicht nochmal. Julia, kein Problem, kann ich absolut nachvollziehen bei einem 20-Minuten-Text. Der Skillraff erinnert mich irgendwie an Path of Exile. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich erinnere mich dran. Path of Exile. Habe ich mal gespielt? Nicht lange, aber habe ich mal gespielt. Aber ich erinnere mich nicht mehr an viel. Ein bisschen Simti, der von Final Fantasy X ist zu klein. Oh. Ich bin erst wieder in Luca. Ah, okay, Real Fames, du spielst es auch gerade. Das Anziehen wegen der Fangwaffen. Ah, ja, danke, Notchen. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen langsam und, ne, hier müde und so. Tut mir leid, wenn ich dann ein bisschen auf dem Schlauch zwischendurch stehe. Lohnt sich denn Gravitas mit Lulu? Was ist Gravitas eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich mache in der Zeit mal Walker weiter. Juna kann nicht so richtig weit vor, ne? Moment mal, Moment. Hier muss ich auch nochmal kurz gucken. Ist das Juna? Ja, das ist Juna. Wir haben aber ohnehin keine große Alternative mit Kimari, ne? Das ist alles Sphäropass 4. Ja gut, dann gehen wir einfach weiter in die Richtung. Riku und Orin hat nichts. Lulu hat 3, genau, da müssen wir jetzt gerade noch überlegen. Gravitas lohnt nicht wirklich, das zieht nur den Prozentsatz der HP ab, okay. Stream lädt immer zu. Oh, nö. Bei dir läuft flüssig, Notchen, okay. Oh, Matti, danke für den Host. Dankeschön. Dann skippe ich Gravitas mal. Und gehe direkt hier runter. So. Dann haben wir alle, ne? Ja.
So, Moment. Nee, nee, nee. Ich war noch nicht fertig. Ich muss noch Items. Nee, falsch. Ausrüstung. Da. So, gucken wir mal schnell. Genau, der hat jetzt Dämonenbanner. Was war unsere eigentliche... Warte mal, jetzt muss ich mich gerade nochmal orientieren. Durchschlag, Stromschlag, Durchschlag, Schlafschlag, Schlummerklinge. Hatten wir die an? Durchschlag plus 3. Plus 5. Durchschlag konnte. Ziehen wir Durchschlag plus 5 an. Da könnten wir noch was draufcasten. Oder lieber Schlafschlag und noch was draufcasten. Wir könnten ja auch den Schlafschlag. Da könnten wir ja noch mal 5% draufcasten. Schlafschlag ist eigentlich nicht verkehrt. Per Host kein Laden. Merkwürdig. Bei den anderen läuft es gut? Okay. Ich verstehe Twitch manchmal nicht bei sowas. Sehr merkwürdig. Ja, ich glaube, wir nehmen einfach mal die Schlummerklinge. Kurz gucken. Tobsuchtsband war Tobsuchtschutz und HP 5. Was haben wir sonst noch zwischendurch gekriegt? Okay, nee, dann bleiben wir erstmal bald dabei. Lulu war noch ausgerüstet, ne? Den hatten wir ja selber gebaut, genau. Was haben wir hier noch? Nesselstein, Schlafschutz, Blindschutz, Gemachschutz. Oh, das haben wir doppelt. Können wir verkaufen. Alles noch nicht so optimal. Da müssten wir, wenn noch eins, irgendwie basteln. So, Abseitsfall ist dieses Fangdings. Ich glaube, Uaka hatte vorher einen Datenball an, ne? Einen von denen. Oder? Was haben wir noch? Mit zwei Drucker, Wenden, Wechsel, Wunderkugel. Doppelfehler. Blindschlag, Stummschlag. Nee, Moment, wir hatten den, hier, den hatten wir an, ne? Steinschlag. Mit Versteinern. Dann nehmen wir den auch wieder. MP und HP plus 5 ist nicht schlecht. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal beim Steinschutz. Juna war richtig. Titus hat noch ein Dompteurschwert an. Da hatten wir hier das Bruderherz, ne? Ich guck nochmal durch zur Sicherheit. Aber, ne, da hatten wir Bruderherz auf jeden Fall. Donnerschild. Oh, vielleicht haben wir in der Zwischenzeit ein besseres bekommen. Moment. Hier ist alles gleich. So, Kimari hatte die normalen Sachen an und Rico auch, ne? Ja. Okay. Kann auch an meinem Leitungswechsel liegen. Habe eine höhere Leitung geordert. Ach ja. Leitungswechsel ist ja immer ein bisschen kompliziert. Zumindest wenn man da den Anschluss traut, glaubt. so. Perfekt. Das macht nicht so bombig viel Schaden. Da würde ich gerne wieder Shiva holen. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Speicherpunkt zum Auffüllen der Bestia. Weil die hält maximal 2 Schläge aus. Verdammt. Das war schön. Dreamers, guten Abend. Das ist mein erster Run.
Ich habe das Spiel vorher noch nie gespielt. Mist, Ifrit ist ja im Eimer. Dann sind aber noch alle voll, macht das nicht so viel Sinn. Kann man den einschlafen lassen oder ist der immun? Er ist nicht immun, aber ich glaube, er schläft auch nicht. Ist das Blinzeln, was man... Ja, oder so. Das macht's einfacher. Kernspucken müsste blind sein, ne? Der Gegen- oder die Statusveränderung dafür. Na toll. Titus macht gar keinen Schaden. Hey Diamond, guten Abend. Schön, dass du vorbeischaust. Ach scheiße, das einzige Problem daran ist dieses Verwirrtsein. So richtig viel Schaden macht es ja nicht. Das schon. Scheiße. Der sich selbst ausgenockt. Ja, okay. Dann holen wir Walker erstmal wieder. So, komm, jetzt muss es aber reichen. Grüße aus Istanbul. Oh, bist du gerade in Istanbul? Auron kommt nur für den letzten Schlag rein. No time to waste. Let's go. Ja, und dann erstmal eine große Rede schwingen. So. Was machst du denn da? Machst du Urlaub in Istanbul gerade? Ah, okay. Was sind die sich da? Ach, hi Wetterchen. Ich wollte auch gerade fragen. Ist doch gerade ein bisschen schwierig, oder nicht? Moment, wir holen einmal schnell Rico. Grüße aus Berlin. Du bist aber nicht im Urlaub, oder? Okay, Eis. Feuer. Das ist nicht viel Schaden. Und Lulu ist K.O. Und Grüße aus Wien. Grüße aus aller Welt. Das ist aber nett von euch. Ach, verdammt, was machen wir jetzt? Ich hol erstmal Yuna rein.
So, dann holen wir Lulu einmal zurück. Ach ja, komm, weißt du, ey. Ihr seid doch kacke. So. Dann hätte ich gerne einmal Medica. Ich glaube, Lulu holen wir besser als nächstes raus. Ey, das darf nicht wahr sein. Wenn wir jetzt an hier so einem blöden Minikampf scheitern, dann kriege ich aber die Krise. Was machen wir? Ach scheiße, der ist ja auch fast down. Och, kacke. Das ist alles gerade nicht so ganz optimal. Ach, guck mal da, aber nur ein One-Hit-Kill, oder wie? So, der hat doch auch nur die... Ach so, nee. Doch, sie schläft und ist am Arsch, im Prinzip. Orin könnte auch eine Runde die zwar gebrauchen. So, das sieht doch schon besser aus. Enough. Sehe ich auch so. Grüß aus Emson. Wir sehen dir aus mindestens drei Staaten zu. Oh, cool.